Die Gemeinschaftsschule Barleben am vergangenen Freitag nach Unterrichtsschluss. Schon der zum Parkplatz umgenutzte Schulhof beweist, dass sich viele Freiwillige entschlossen hatten, dem Aufruf der Schule zu folgen, um sich als potenzielle Stammzellenspender registrieren zu lassen. Unterstützt durch die erfahrenen Mitarbeiter der DKMS, der Deutschen Stiftung Knochenmarkspende, war die Aula der Schule geschickt vorbereitet worden. Erst die Befragung und der unbedingt notwendige Papierkram und dann der kleine Pieks in die Armvene und in die Vakuumampulle fließen etwa 5 Milliliter Blut. Über alles wacht, so ist das vorgeschrieben, ein Arzt, der anwesend sein muss. Ich achte darauf, dass alle gut betreut werden aus medizinischer Sicht, dass Patienten, die schlechte Venenverhältnisse haben, von mir das Blut abgenommen bekommen. Und falls jemand kollabieren sollte, beziehungsweise es mit seinen Kreislaufverhältnissen nicht schaffen sollte, zu spenden, würde ich mich auch um ihn kümmern. Doch durch die erfahrene Routine des medizinischen Personals, das sich freiwillig bereit erklärt hat, seinen Feierabend zu opfern, braucht Dr. Otto kaum einzugreifen. Die Aktion hier in Barleben nimmt eine Erkrankung eines Mitschülers zum Anlass. Justin aus Ebendorf hat eine doppelte Immunschwäche und auch ihm kann nur mit einer Stammzellentherapie geholfen werden. Großmutter und Verwandte sind sichtlich gerührt ob der Hilfsbereitschaft, denn Justin liegt zurzeit im Krankenhaus. Wie geht's denn dem Justin im Moment? Den Umständen entsprechend gut. Wenn er sehen würde, würde er sich bestimmt freuen. Parallel zur Typisierung haben Sponsoren und Mitschüler eine Reihe von Maßnahmen vorbereitet, die die Aktion begleiten und zusätzlich Geld in die Spendenkasse bringen sollen. Bilanz des Tages: 278 potenzielle Stammzellenspender haben sich typisieren lassen und es ist auch Geld gespendet worden, denn die Krankenkassen finanzieren die Spendenaktionen und die folgenden Typisierungen leider nicht.